Und anscheinend ist das offenbar auch mit den Drachen passiert. Das würde wenigstens ein bisschen erklären, warum sie so aggressiv sind. Okay. Ich glaube nicht, dass sie mir die Wahl lassen werden. Bevor du zu unseren Kindern kommst, musst du an uns vorbei. Was wirst du singen? Lassen sie mich frei? Werden wir ein weiteres Mal verklingen? Commander, ich traue dem Vieh nicht. Wir wissen, dass seine Art Killer sind. Der Tank ist voller Säure. Ich schlage vor, ihn zu nutzen. Sie haben einen Fehler gemacht. Sie haben die Kroganer zu weit gehen lassen. Wir haben jetzt die Chance, gleichzuziehen. Sie hat uns nichts getan. Ihre Gefährten hören die Wahrheit. Du hast die Macht, uns zu befreien. Oder unser Volk wieder der Stille der Erinnerungen zu übergeben. Ja, das ist jetzt eine Entscheidung, die uns überlassen wird. Wir könnten jetzt entweder die Rachni freilassen oder sie hier töten. Ich werde aber noch ein bisschen erstmal nachhorchen. Wenn ich sie leben lasse, werden sie dann wieder andere Rassen angreifen? Nein! Wir... Ich weiß nicht, was im Krieg passiert ist. Wir haben nur Missklänge gehört, Lieder mit der Farbe öliger Schatten. Wir würden einen geheimen Ort suchen, an dem wir unseren Kindern Harmonie lehren könnten. Wenn sie verstehen, kommen wir vielleicht zurück. Okay. Das hört sich auf jeden Fall schon ein bisschen überzeugender an. Sind sie Überlebende des Kriegs? Ein Klon? Das wissen wir nicht. Wir waren nur ein Ei und hörten Mutter in unseren Träumen weinen. Ein Klang aus dem All brachte eine Stimme nach der anderen zum Schweigen. Er zwang die Sänger, mit seiner eigenen, bitteren Melodie mitzuschwingen. Dann erwachten wir hier. Das letzte Echo jener, die von dem singenden Planeten stammen. Der Himmel schweigt. Okay, das klingt irgendwie nach Saren, wenn ich mich nicht ganz irre. Ja, jetzt haben wir die Wahl. Sollen wir sie töten oder sollen wir sie befreien? Ich muss sagen, vor ein paar Minuten wäre ich noch dafür gewesen, sie einfach hier zu vergasen und in Säure verrecken zu lassen. Weil sie ja schon sehr kriegstreiberisch vorgingen und eher wie eine Plage waren. Wenn man dieser Rachni-Königin jetzt hier aber so zuhört, dann ändert sich so ein bisschen die Meinung, oder? Ich meine, sie haben gerade klargestellt, dass sie nichts dafür konnten, dass sie so aggressiv wurden, weil sie so gemacht wurden, quasi, und die überhaupt nicht den Befehl gegeben hat, die Leute hier anzugreifen. Und wenn wir sie jetzt befreien, wollen sie die Chance nutzen und sich sowieso verziehen irgendwohin und ihren Kindern den richtigen Weg zu lehren, wie sie gerade so gesagt hat. Und ich glaube, da wir ein guter Mensch sind, werden wir sie, glaube ich, auch befreien. Ich weiß, dass ich sie nämlich auch mal getötet habe. In einem anderen Spielstand. Ich werde sie jetzt befreien. Ich werde nicht ihre gesamte Rasse vernichten. Sie werden überleben und frei sein. Es gibt einen Grund, dass ihre Art bis zur Ausrottung gejagt wurde. Es ist besser, auf Nummer sicher zu gehen, als eine gefährliche Rasse freizulassen. Das ist so gemein, die können uns... Die lassen uns jetzt nochmal die Wahl, um das wirklich zu bestätigen. Jetzt redet uns Ashley ins Gewissen und irgendwo hat sie natürlich auch einen Punkt, ne? Ich meine, die Rachni gelten in der ganzen Galaxie als sehr gefährlich. Und alle waren froh, dass sie ausgestorben sind. Aber was, wenn es einfach alles ein großes Missverständnis war? Ja, sie wären tatsächlich auch richtige Verbündete. Ich nehme den neutralen Weg. Ich sag nicht, alle Rachni sind Killer. Ihre Art. Interessante Wortwahl, Chief. Ich vertraue die Sicherheit meiner kleinen Schwestern sicher nicht diesem Alien an. Ich gehe lieber auf Nummer sicher. Du wirst uns die Chance geben, uns neu zusammenzusetzen? Wir werden uns an dich erinnern und unseren Kindern von deiner Güte vorsingen. Thank you.
Okay, was jetzt? Sollen wir jetzt wieder raus? Ja, wir haben die Rachen jetzt befreit. Aber ich würde sagen, wenn sie dann wieder so durchdrehen, dann war das ihre letzte Chance. Dann werden wir die eiskalt töten. Aber okay, es gibt auf jeden Fall ein besseres Gefühl. Sie war ja auch offensichtlich sehr dankbar. Und wollen wir einfach mal hoffen, dass da jetzt nichts Schlimmeres mehr passiert und dass sie uns in Ruhe lassen. So, sag mal, was muss ich jetzt eigentlich tun? Ich gucke erstmal auf das Squad. 4 Punkte, krass. So, gebe ich dann mal hier auf Fitness. Ich habe auch nicht gedacht, dass der... Also ich hatte den Kampf nicht mehr so knackig in Erinnerung gegen die Matriarchin. Hat schon ein bisschen was abverlangt. So. Okay, gucken wir mal ins Tagebuch. Noveria, der Tod der Matriarchin. Matriarchin ist kein Problem mehr, aber die Rachen in den Hochsicherheitslabors sind immer noch eine Gefahr. Okay. Das heißt, da müssten wir also hin, ja? Wie sieht's denn auf der Karte aus? Ist da irgendwo... Ich habe überhaupt keinen Marker gesetzt, ihr Penner. Da geht's zum Zug. Ich glaube, da sind wir falsch. Fahrstuhl zum Hochsicherheitslabor. Das hört sich besser an. Dann gehen wir doch dahin. Da, zu den Sicherheitslaboren. Okay. Und dann gucken wir mal, was uns da noch erwartet. Ich dachte, die Mission wäre jetzt zu Ende, aber ich habe mich wohl geirrt. Sogar eine Schwarzblende drin. Ah, und da sitzt jemand. Jaroslav Tartakovsky. Ja, sprechen wir mit dem. Was hat er denn so für Probleme? Sind Sie hier, um die Situation zu sichern? Das weiß ich noch nicht, Genosse. Wir werden erstmal mit ihr ein bisschen sprechen. Wie schlagen Sie sich? Sie müssen mir zuhören. Wenn wir unseren Fehler nicht rückgängig machen, werden wir von den Kampfstationen aus bombardiert werden. Verstanden? Nee. Bisher verstehe ich rein gar nichts. Was haben Sie hier gemacht? Bin Hex hat ein Ei gefunden. Es war auf einem verlassenen Schiff, das tausende von Jahren durch den Raum getrieben war. Es war ein Rachni-Schiff. Innen befanden sich zahlreiche Eier in einer Art Kälteschlaf. Das wissen wir doch schon. Sie haben ein 1000 Jahre altes Ei ausgebrütet? Ja, und es war kompliziert, weil es so lange gefroren war. Dass es die Jahrhunderte überlebt hat, war ein kleines Wunder. Ich weiß nicht, ob ich das als Wunder bezeichnen würde. Binhex wollte Rachni klonen. Wollten sie Massen produzieren, eine Armee erschaffen. Aber als sie hier ankamen, bemerkten sie, dass es kein gewöhnliches Rachni-Ei war. Es war eine Königin. Nachdem sie Eier gelegt hatte, brachten sie sie zur Riftstation. Sie glaubten, sie könnten die Babys ohne sie aufziehen, damit sie gefügiger wären. Kann es sein, dass wir diese Mission vorher hätten machen sollen? Weil wir haben ja schon den Konflikt mit den Rachni eigentlich gelöst, oder? Offensichtlich haben sie sich geirrt. Ach, das war genau das Falsche. Ich glaube, dass Rachni sich ohne eine Königin nicht richtig entwickeln können. Ihr Verstand formt den der Kinder. Diese Rachni sind unkontrollierbar. Das ist Quatsch. Wir haben gerade eine gerettet und wir können auch die retten. Dann müssen wir doch nur die Königin hierher bringen. Nein, das wird leider nicht funktionieren. Diese Rachni können nicht mehr gerettet werden. Es ist zwar traurig, aber ihnen muss Sterbehilfe gewährt werden. Ich glaube, die Neutronenreinigung sollte aktiviert werden. Sobald die Reinigung scharf geschaltet ist, müssen wir uns unseren Fluchtweg freikämpfen. Geben Sie uns einen Moment, um zu Atem zu kommen und nachzuladen. Sicher, sicher. Ich warte hier. Ich bin gerade nicht sehr gut im Suchen. Mutter hat immer gesagt, mit mir würde es ein böses Ende nehmen.
ja, wo sie recht hatte. Na gut, dann können wir es aber quasi so sehen. Wir haben die Rachni-Königin befreit, aber es gibt halt immer noch Rachni, die nicht ganz bei Trost sind hier. Und die sind wohl nicht mehr zu retten. Deswegen werden wir das Ganze beenden. Ah, wir müssen anscheinend das Mira-Terminal öffnen. Ja, ist das Einzige, was hier ist. Verbindung wird hergestellt. Ich habe vollen Zugang zur Einrichtung und stehe Ihnen zur Verfügung. Wir würden gern die Neutronenreinigung beanspruchen. Ich brauche Informationen über die Neutronenreinigung. Die Neutronenreinigung ist ein Absicherungssystem innerhalb des Isolationsbereichs. Im Falle eines unwiederbringlichen Eindämmungsverlustes wird es eingesetzt, um die Situation zu klären. Klären klingt wirklich final. Was genau macht dieses Ding? Die Reinigung ist eine Neutronenexplosionswaffe. Zwei Einheiten spaltbarer Materialien werden zusammengeführt, um eine kritische Masse zu formen. Ein Großteil der Energie wird in Hochgeschwindigkeitsneutronen umgewandelt. Die radioaktive Strahlung tötet sofort jede uns bekannte Lebensform innerhalb von 500 Metern. Wir sollten besser keine der Steuerungen anfassen, ohne die Anleitung gelesen zu haben. Es ist immer eine gute Idee, das Handbuch zu lesen, Doc. Ach ja? Ja, eigentlich schon. Aber wir sind ja jetzt bestens damit vertraut und würde ich sagen, starten wir es mal. Aktiviere die Neutronenreinigung. Das kann ich leider nicht, ohne einen entsprechenden Autorisierungscode. Unverständliches Murmeln, ich probier's mal. Sig Semper Tyrann. Dieser Code war nicht richtig. Bitte melden Sie sich umgehend beim Sicherheitsdienst zwecks Arrest und Verhör. Wer könnte diese Codes haben? Verwaltungsleiter Jaroslav Tartakovsky oder jeder andere Verantwortliche von Binhex. Warum hat er uns nicht direkt gegeben? Wir rücken weiter vor. Ich melde Sie ab, Commander. Oh Mann. Aber das war lustig. Ja, wir sollen uns direkt zu Arrest und Verhör begeben, weil wir einen falschen Code angegeben haben. Ich fühle mich gerade nicht so gut. Ja. Gib uns den scheiß Code, steht hier aber nicht. Da muss ich vielleicht nachhaken. Wie aktivieren wir die Reinigung? Die Sicherheitssteuerung ist in der Nähe. Sie müssen nur den Schlüssel einstecken. Dann gebe ich Mira den Befehl. Na toll. Das hat uns jetzt nicht gerade geholfen. Ah, aber wir können so an die Codes rankommen. Na gut, dann halt so. Okay, die Codes haben wir. Dann laufen wir jetzt noch hinten schnell rein und geben den Mist ein und dann können wir hoffentlich von diesem Planeten verschwinden. So. Online. Wie kann ich Ihnen helfen? Aktiviere die Neutronenreinigung. Das kann ich leider nicht. Ja, ich hab den Code. Hier, bitteschön. Der Code lautet 875-020-079. Code Omega, lokale Ausführung. Bestätigt. Code Omega wird in 120 Sekunden ausgeführt. Scheiße. Da müssen wir hier raus, was? Aber vorher kriegen wir erstmal wieder Besuch. Diese Hebenfähigkeit von Liara ist ja eigentlich ziemlich cool, ja. Sie macht die Gegner ja bewegungsunfähig. Ach du Scheiße, guckt euch mal die ganzen roten Punkte an. Die sind zum Glück nicht alle in diesem Raum hier. Wobei, ich weiß es nicht. Verzieht euch! Oh Gott, sie überrennen uns. Ich glaube, wir müssen nur ein paar auslöschen und dann können wir durchlaufen. Die stehen alle drumherum. Können wir die sehen? Nee. Schade. Naja, wir müssen auf jeden Fall hier weg, sonst werden wir mit in die Luft gejagt. Und das wäre unschön. So, los, in den Fahrstuhl. Okay, reicht das schon von der Entfernung? Oder müssen wir noch weiterlaufen? Wir werden es erfahren. Anscheinend hat es gereicht. Und wir haben sogar eine Stufe aufgestiegen. Ist das nicht toll? So, dann können wir nochmal wieder Punkte verteilen, wie so oft.
Komm, machen wir mal Schmeicheln und Einschüchtern voll. So. Ja, du kriegst dann einen Punkt hier. Du kriegst noch einen Punkt auf dein Heben. So. Okay. Haben wir jetzt noch irgendwas im Tagebuch? Tod der Matriarchin. Mission erfüllt. Sie haben die Matriarchin besiegt und die Rachen in den Hochsicherheitslaboren eliminiert. Verlassen jetzt die Rift-Station mit dem gleichen Zug, in dem sie hergekommen sind. Machen wir dann. Das müsste ja der sein, ne? Ja. Und dann gucken wir, ob wir jetzt gleich noch auf die Normandie zurückkommen. Wieder in den sicheren Armen der Normandie. Oder so. Naja, wir fahren auf jeden Fall erstmal zurück. Wir haben den Konflikt ja hier beseitigt. Wir haben die übrigen Rachen erledigt und die Rachen die Königin freigelassen. Wir waren ein guter Samariter, könnte man sagen. Wie geht es jetzt weiter, Commander? Fliegen wir zum Mu-Portal? Noch nicht direkt. Das Mu-Portal ist mit dutzenden Systemen verbunden. Solange wir nicht genau wissen, wo Saren ist, verschwenden wir nur Zeit. Der Commander hat recht. Wir können nicht einfach blind loslegen. Wir müssen noch mehr über Saren erfahren. Seit wann haben Sie hier etwas zu sagen? Hat unser Commander das Kommando abgegeben, als ich nicht aufgepasst habe? Jetzt sei mal nicht so zickig. Wir arbeiten alle zusammen als Team hier, Williams. Sie versucht nur zu helfen. Tut mir leid, Commander. Ist schon okay, aber halte ich ein bisschen zurück. Das ist keine einfache Mission. Wir sind alle überarbeitet. Wir müssen uns jetzt alle etwas ausruhen. Für den Augenblick, alle wegtreten. Der Bericht über Noveria ist rausgegangen, Commander. Soll ich Sie zum Rat durchstellen? Ach ja, komm, wenn's sein muss. Stellen Sie die Verbindung her, Joker. Ich baue den Link jetzt auf, Commander. Commander, bitte kappen Sie nicht wieder die Verbindung wie beim letzten Mal. Ich kann nichts Komisches daran finden. Und jetzt könnten wir eiskalt direkt nochmal die Verbindung kappen. Sparen Sie sich die Lektionen. Ich will hier nur meinen Bericht verifizieren. Können wir davon ausgehen, dass Ihr Bericht präzise ist, Commander? Sie haben Rachni auf Noveria vorgefunden? Sie haben die Königin davonkommen lassen. Haben Sie eigentlich irgendeine Vorstellung von den Konsequenzen? Wissen Sie, wie viele Generationen es dauern wird, bis Sie die Galaxie überrennen? Es wird nichts passieren. Vertraut mir einfach mal. Diese Königin ist anders. Sie versteht, warum Ihr Volk das letzte Mal ausgelöscht werden musste. Ich hoffe, dass Sie recht haben, Shepard. Wenn nicht, dann werden unsere Kinder den Preis dafür bezahlen. Wir warten dann auf Ihren nächsten Bericht, Commander. Mal gucken, ob ihr den bekommen werdet. Ja, die warten auf den nächsten Bericht und ihr müsst jetzt auf den nächsten Part warten, denn das war's jetzt erstmal für Mass Effect. Wir haben eine große Hauptmission abgeschlossen. Liaras Mutter ist leider verstorben, aber wir haben die Rachni-Königin davonkommen lassen und so weiter und so fort und sind Saren vielleicht ein Stück näher gekommen, immerhin in was Sachen Informationen und seine nächsten Ziele betrifft. Ja, und mal gucken, wie es in den nächsten Teilen weitergeht. Vielleicht kommen wir dann weiter. Aber wahrscheinlich werden wir erstmal wieder ein paar Nebenmissionen machen. Aber wir werden sehen. Deswegen würde ich erstmal sagen, das war's für Mass Effect. Und im nächsten Part geht's dann spannungsgeladen weiter. Also bis dann. Ciao.